Herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit gefunden hast, mit uns zu reden. Du vertrittst hier heute den Chaos Computer Club Hamburg. Kannst du uns einmal kurz erklären, was ist der Chaos Computer Club und wer bist du eigentlich? Hi, ja, ich fange mal mit mir an. Mein Name ist Jan. Ich habe schon als Kind mich ganz viel mit Computern beschäftigt, habe dann Informatik studiert, habe als Programmierer gearbeitet, bin jetzt 36 Jahre alt und arbeite als IT-Security Analyst. Das ist ein schönes neues deutsches Wort für Hacker. Und ich prüfe Systeme auf Sicherheit und beschäftige mich eben in meiner Freizeit im Chaos Computer Club in Hamburg mit Themen rund um Datenschutz, Netzpolitik und wie denn sich Technik auf unsere Gesellschaft auswirkt und was es da für Themen in diesem Spannungsfeld gibt, wie man diese bearbeiten kann, was die für die Zukunft bedeuten und wie wir damit umgehen können. Ja, und der Chaos Computer Club ist schon älter als ich. Der wurde ungefähr, als ich geboren wurde, gegründet, 1982, 84, je nachdem, was genau man sich anschaut, was zu einer Clubgründung gehört, als die Leute sich das erste Mal trafen oder Vereinsregistereintrag. Und dient eben als Dach für Leute, die sich mit Themen wie der Technik und Computern und so weiter auseinandersetzen möchten, als Dach, um sich gemeinsam zu treffen und diese Themen zu diskutieren, ihre Hobbys zu verfolgen, auch mal einen 3D-Drucker zu basteln oder auch zusammen einen Film zu schauen oder auch eben politisch aktiv zu werden und Gesetzgebungsprozesse zu beeinflussen. Also eine ganze Breite an Dingen. Ja, das ist schön, dass du Zeit gefunden hast, diese Breite an Dingen heute auch mit uns zu teilen. Wir wollen ja über Datenschutz reden und die erste Frage, die mir dabei häufig angetragen wird, ist die Frage, warum will man überhaupt Daten schützen? Ja, der Club hat ein schönes Motto, das zitiere ich ja mal kurz. Private Daten schützen, öffentliche Daten nützen. Nutzen, nützen, schützen. Naja, aber die Idee ist eben, es gibt verschiedene Daten, die verschiedene Dinge von dieser Welt versuchen darzustellen. Und einige davon haben einen Bezug auf Menschen, andere haben Bezug auf Wirtschaftssysteme, anonyme Massen, Gebäude, nicht wirtschaftliche, materielle Dinge. Und es ist ein riesiger Unterschied, was für Daten man betrachtet. Und in dem CCC herrscht zum Großteil die Meinung, dass es, je nachdem, was für Daten es sind, sie besonders schützenswert sind oder aber auch besonders öffentlichen Wert haben. Zum Beispiel möchte man, dass die Daten, die in der Verwaltung produziert werden, einer Stadt, veröffentlicht werden, damit die Bürger mitbekommen, was wird hier überhaupt mit den Steuergeldern gemacht, wie werden die eingesetzt, warum kann überhaupt solche Dinge wie der BER in Berlin oder die Elbphilharmonie in Hamburg so 10-mal so teuer werden, wie sie eigentlich geplant waren. Und diese Daten zu veröffentlichen, ist nützlich für die Gesellschaft. Und dann gibt es Daten, die sind privat. Also ich sage mal, meine Telefonnummer oder meine persönlichen Tagebucheinträge, die ich auf meinem Rechner speichere. Und die gehen niemanden außer mir etwas an oder vielleicht den Leuten, mit denen ich sie teilen möchte, weil eine Telefonnummer möchte ich natürlich auch vielleicht mit meinen Freunden teilen, aber eben auch niemanden anderes, außer den Leuten, die ich der Meinung bin, dass sie etwas über mich wissen sollten, angehen. Und deswegen betrifft uns Datenschutz alle, auch wenn es immer die Frage ist, welche Daten möchte ich denn schützen und welche nicht. Also zusammengefasst könnte man sagen, wir schützen eigentlich personenbezogene Daten. So ist der juristische Terminus da ja, dass wir im Daten schützen, die immer nur direkt auf eine Person bezogen sind. Und wir werden das in der zweiten Sitzung dieser Webinarreihe auch nochmal sehen. Was sind genau personenbezogene Daten? Du hast ja jetzt schon Beispiele genannt, Telefonnummer, persönliche Einträge, also das, was ich sage, das, was ich schreibe, auch das, wie ich sage oder wie ich schreibe. In der neuen Gesetzgebung der EU gilt auch die IP-Adresse, also das quasi die Telefonnummer meines PCs als personenbezogenes Datum oder die Telefonnummer meines Internetanschlusses. Wenn ich jetzt darüber denke, okay, es gibt so personenbezogene Daten, dann erlebe ich auch recht häufig die Haltung, dass Leute sagen, ja, okay, ich habe jetzt personenbezogenes Datum, meine Telefonnummer. Aber ey, das passiert doch nichts, wenn ich die rausgebe. Also ist doch scheißegal, kann doch jeder wissen. Was für persönlichen Schaden kann man erleiden, wenn man seinen Datenschutz einfach mal vollkommen egal handelt?
Das geht meistens so lange gut, bis es irgendeinen Grund gibt, dass man öffentliches Interesse zum Beispiel weckt, durch Zufall. Dann lernt man zum Beispiel die volle Härte eines Shitstorms kennen, weil man mal auf Facebook einen falschen Kommentar abgegeben hat oder ähnliches und Leute das aufpicken. Und dann stellen die Leute fest, oh wow, dieser Mensch ist komplett öffentlich lesbar. Und alle werden es dir vorhalten. Und wenn dann all deine Daten öffentlich sind, dann reicht es nämlich nicht mehr, Facebook abzuschalten. Nein, dann ist dieser Shitstorm kommt dann auch in das sogenannte Real Life rüber. Dann werden plötzlich Briefe und Telefonanrufe ankommen. Dann werden Leute vor der Tür stehen, weil sie wissen, wo du wohnst, wo du arbeitest, wo du zur Schule gehst. Und wenn man eben seine Daten alle komplett rausgibt und sich eben nicht einen gewissen Privatsphärenraum schafft, wo man sagt, darüber hinaus gebe ich diese Daten nicht raus, dann öffnet man sich eben zu solchen Angriffen direkt. Natürlich muss es nicht irgendwie so passieren, dass man in einen Shitstorm gerät. Man kann ja auch immer Glück haben oder sich nie kontrovers äußern, immer die richtige Partei öffentlich nur gutheißen. Aber man kann ja auch in anderen Situationen die Daten genutzt werden, und zwar in ganz vielen Situationen, wo man es gar nicht bemerkt. Viel wird immer davon geredet, naja, dann wird mir eben personalisierte Werbung auf Facebook oder sowas angezeigt. Ist doch gut, wenn ich Werbeprodukte gezeigt bekomme, die mich interessieren. Das ist allerdings eine kleine Misskonzeption. Man bekommt nicht gezeigt, was einen interessiert. Man bekommt gezeigt, was die Firmen denken, dass du kaufen würdest. Und da ist es denen egal, ob du es dir finanziell gerade leisten kannst. Hauptsache, sie können das Interesse in dir wecken. Ist es denen egal, ob du dich damit irgendwie, weiß nicht, dein Leben verbesserst oder ob es wichtig für dich ist. Hauptsache, du kannst das irgendwie kaufen. Und dementsprechend geht es da nicht eben darum, dein Leben besser zu machen. Es geht darum, an dein Geld zu kommen. Darum muss man sich immer bewusst sein. Wenn man seine Daten rausgibt, dann werden die nicht dazu benutzt, das Leben für dich besser zu machen, sondern möglichst Geld aus dir herauszuziehen. Und das ist auch nun mal Sinn und Zweck eines Unternehmens, Dinge zu verkaufen und Geld zu generieren. Wie realistisch ist das Szenario, was ich von Schülerinnen und Schülern häufiger mal höre, zu sagen, ja, also wenn ich jetzt meine Daten immer rausgebe, zum Beispiel auf Facebook, wobei die meisten Jugendlichen heute ja eher so WhatsApp benutzen als Facebook oder Instagram, und wenn das dann später alles gesammelt wird, dann könnte das auch sein, dass ich im späteren Leben direkte Nachteile habe, weil ich zum Beispiel einen Job nicht kriege. Ist das so? Kaufen Personalchefs Profile? Also, ich habe noch keinen Personalchef getroffen, der es zugegeben hat, aber wenn man mal Leute fragt, was denn das Erste ist, was sie machen, wenn sie eine neue Person kennenlernen, ist natürlich den Namen bei Google eingeben. Und es würde mich jetzt sehr überraschen, wenn irgendwo in der Personalabteilung alle Leute ganz doll die Hände von der Tastatur halten und das dann nicht tun, irgendwie mal unter der Hand doch vielleicht nebenbei, obwohl sie es nicht dürfen oder sollten. Und das ist auch ganz menschlich. Man interessiert sich, was ist das für ein Mensch? Was kann ich über den lernen? Was gibt es hinter diesen Menschen noch, außer hinter dem Lebenslauf, den ich sehe? Und wenn dann als erstes die ganzen, die ersten 10 Google-Treffer dann die Partybilder sind, wie man besoffen in der, weiß nicht, Straßenecke liegt, dann fragt sich so ein Mensch, der die Person einstellen soll, natürlich, ist das denn ein guter Angestellter oder Angestellte hier in unserem Unternehmen? Und dementsprechend hat man natürlich, wenn man ganz viele Daten rauspackt, ein öffentliches Profil, das gesehen wird und das natürlich auch in der Zukunft über dein Leben entscheiden kann wird. Und das Profil zu manipulieren und ändern und insbesondere zu löschen später ist sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Besteht das Profil nur aus den Daten, die ich bewusst herausgebe? Das ist eine sehr gute Frage. Also das Profil besteht vordergründig erstmal aus den Daten, die man selber rausgibt, ganz viel, weil man die meisten Daten über sich selber natürlich selbst produziert. Also das ist dann natürlich hauptsächlich sowas wie soziale Netzwerke, Seiten und sowas, was man öffentlich stellt, Twitter-Accounts, was man öffentlich einfach von sich gibt. Aber dann gibt es natürlich auch ganz viele Informationen, die vielleicht andere Leute über einen freigeben oder erzählen. Die sind vielleicht nicht ganz auf den ersten Blick zuordnenbar oder sowas, weil zum Beispiel jemand nur über einen auf sozialen Medien was freigibt. Aber dann gibt es noch als dritte Quelle natürlich gesammelte Daten, die von Unternehmen überein gesammelt werden. Das fängt schon damit an, dass zum Beispiel die Daten von den Bürgerämtern, also die Einwohnermeldeämter, dass die ganzen Daten auch für Datendienste
per se einkaufbar sind. Dann wissen Sie also schon die Adresse, das Alter, den Wohnsitz und so fort und können diese Informationen auch kaufen und Profile anlegen. Diese Profile findet man üblicherweise nicht öffentlich, die muss man sich kaufen bei Firmen. Aber diese Firmenprofile, die werden natürlich auch benutzt. Die werden dann, diese Profile von Firmen, die werden benutzt zum Beispiel um Entscheidungen für Kredite oder für ähnliche Sachen wie zum Beispiel bei Häuserkäufen oder sowas in größeren Maklern oder sowas. Oder bei Entscheidungen, ob man ein etwas von einer Firma bekommt, eine Anstellung oder sowas. Da gibt es dann sogenannte Background-Checks, wo sowas auch reinfallen könnte. Ja, wo diese Daten dann wieder auftauchen. Das heißt, diese Daten, die Firmen sammeln, das beinhaltet alles, was so eine Firma über mich wissen kann. Das bedeutet beispielsweise bei Facebook oder WhatsApp auch, dass die zum Beispiel wissen, wann ich die App öffne. Also zum Beispiel, was über meinen Tag-Nacht-Rhythmus daraus herauslesen könnten. Wenn man Twitter benutzt, also alle von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die Twitter benutzen, können das gerne mal gucken. Da kann man das auch selber sehen, weil Twitter eines der Social-Media-Tools ist, in der nie irgendwas geheim ist, weil man kann irgendwie alles sehen, von privaten Nachrichten vielleicht mal abgesehen. Also da kann man über jeden Menschen, der twittert, sehen, wann der online ist und wann nicht, weil man ja sieht, wann er twittert. Und genau das Gleiche kann man natürlich über WhatsApp-Daten oder Ähnliches machen. Solche Arten von Daten nennt man Metadaten. Und was du gerade gesagt hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, bedeutet, dass auch diese Metadaten benutzt werden, um Profile zu erstellen, die dann allerdings gekauft werden müssen. Also die stehen nicht bei so einer einfachen Google-Suche vom Tischler nebenan zur Verfügung, der überlegt, ob er den Lehrling anstellt. Aber wenn ich in einem großen Konzern arbeiten möchte beispielsweise, wäre es schon möglich, dass der sich sowas kaufen könnte, solche Datensätze. Möglich wäre es. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, wie es in deutschen Unternehmen bei der Anstellung hier in der Praxis aussieht. Ich weiß aber, dass es in den USA durchaus dazugehört, dass sogenannte Background-Checks durchgeführt werden, bevor man an einem Unternehmen teilnimmt. Das umfasst zum Beispiel solche Abfragen von Stellen, staatlichen Stellen, wie zum Beispiel, bist du mal wegen Drogendelikten aufgefallen, wie viele Punkte hast du beim im Führerschein oder was wegen Verkehrssünden und so weiter. Und da werden dann heutzutage natürlich auch Informationen, Metadaten und so weiter über dein Online-Verhalten aus sozialen Profilen soweit möglich irgendwie angesammelt. Das Interessante ist, dass diese Geschäftsmodelle oft auch gar nicht so funktionieren, dass die Daten rausgegeben werden, sondern es gibt Firmen, die bieten dann an, zum Beispiel wir targeten, also wir senden Werbung zum Beispiel genau an die Leute, die den Profilen, die dich interessieren, entsprechen. Und auch Firmen, die dann sagen, wir machen dir ein Profil und geben dir eine rote, grüne oder gelbe Ampel, ob du jemanden einstellen kannst oder nicht, aber wir sagen dir nicht, warum die Ampel so entschieden hat. Zum Beispiel. Weil wenn sie das sagen würden, würden sie ihre Daten rausgeben und dann könnten sie nicht immer wieder neu verkaufen. Sehr gutes Beispiel, genau. Also die Schufa ist ein bekanntes Beispiel in Deutschland. Die sammeln sehr, sehr viele Daten über Menschen, hauptsächlich natürlich über Einkäufe und Kredite und Zahlungsmoralität. Aber die Frage ist auch immer, was genau sammeln die eigentlich von mir? Wie funktioniert die Berechnung des Scores am Ende, der sagt, ich bin 98% kreditwürdig oder nicht? Und hält die Schufa auch die Hand auf der Box und will nicht verraten, welche Daten genau gesammelt werden, wie die berechnet werden und dementsprechend versuchen Sie auf diese Weise immer Ihr Geschäftsgeheimnis zu behalten und Geld rauszumachen. Gut, das ist so ein bisschen die persönliche Seite. Wenn wir uns jetzt mal auf die gesamtgesellschaftliche Sicht bewegen, wir sind ja hier größtenteils Lehrerinnen und Lehrer oder andere Menschen, die im Bildungsbereich agieren. Die meisten von uns haben ein großes Interesse daran auch, dass die gesamte Gesellschaft und die Demokratie erhalten bleibt. Ganz häufig begegnet mir von Schülerinnen und Schülern die Aussage, ja, also so eine Firma, ich meine, die kann ja wohl meine Daten profilen und so, aber letztendlich bin ich ja unwichtig. Es ist ja, ich alleine bin ja nur so ein kleines Rädchen. Vielleicht erfahre ich ein paar persönliche Nachteile, aber ich habe ja auch ein paar persönliche Vorteile. Was für gesamtgesellschaftliche Phänomene können denn gefährlich sein, wenn eine Gesellschaft im Ganzen Datenschutz einfach nicht beachtet? Ja, ich glaube, das ist ein großes Problem, weil im Endeffekt funktioniert unsere Gesellschaft über Aufmerksamkeit. Welche Themen in der täglichen Diskussion, in den Medien, in unserer Wahrnehmung, in unserer eigenen kleinen Filterblase, in der wir uns täglich durch unsere Nachrichtenwelt bewegen, haben bestimmte Themen.
welche Themen dort zu Gespräch kommen und unsere Wahrnehmung überhaupt registrieren, überlassen wir, indem wir immer mehr unsere persönlichen Daten rausgeben, um dann uns zugeschnittene Werbung und Angebote und Nachrichten und so weiter zukommen zu lassen, den Firmen, die Interessen haben, unter anderem. Also wenn wir unsere ganzen, was ist denn gerade los in dieser Welt, Fragen nur noch über Facebook beantworten, dann müssen wir damit rechnen, dass eben die Antworten von zum Beispiel Kräften kommen, die der Meinung sind, wir brauchen einen politischen Umschwung nach rechts in diesem Land und ganz viel Geld haben. Kann sein, kann angehen, wird, so behauptet es in den USA, viel passiert. Und das Problem ist, natürlich denken wir selber von uns immer, wir sind unbeeinflussbar, unsere Meinung ist fest und klar und wir wissen, was wir wollen. Und wenn ihr jetzt jemand die ganze Zeit mir irgendwelche Werbung vorspielt, dass ich irgendwie was anders denken soll oder sonst wie, dann muss ich leider sagen, da täuschen wir uns leider viel zu oft, wie stark unsere Meinung ist. Und oft ist es auch gar nicht notwendig, dass unsere Meinung beeinflusst wird. Oft reicht es einfach, uns schon zu verunsichern. Oft reicht es einfach schon, so viel Misstrauen und Unsicherheit zu generieren in eine politische Meinung, in einer aktuellen Diskussion. Also wenn es zum Beispiel eine politische Frage gibt, wie sollen wir die Todesstrafe wieder einführen? Und man ist eigentlich sich ganz sicher, nein, keinesfalls. Vielleicht würde es ja auch schon reichen, wenn einem genug Argumente geliefert werden, die einen einfach die Seite der Befürworter skeptisch erscheinen lässt. Die machen das doch nur zu ihrem eigenen Zweck, die haben doch eine andere Agenda, die machen doch hier irgendwie nur Propaganda oder was. Wenn man irgendwann so verunsichert ist, dass man einfach gar nicht mehr wählen geht oder sowas, dann ist auch schon was passiert. Und das kann kann fatale Folgen für eine Demokratie haben, wenn eine Gesellschaft sich nämlich nicht mehr selber von den eigenen Meinungen heraus ihre Meinung bildet, sondern wenn die Meinungsströmung in der Gesellschaft eben durch den stärksten Geldgeber, der am meisten gezielte Werbung raussenden kann, der am meisten Missinformationskampagnen fahren kann, der es schafft, am besten Leute zu verunsichern, gezielt anzusprechen und die Wankelkandidaten im richtigen Moment für eine Sekunde rüber zu schicken auf die andere Seite, dann ist eben nicht mehr die Leute, die in der Demokratie leben, dann sind nicht mehr diejenigen, die bestimmen, wo es lang geht, sondern eben diejenigen mit dem größten Werbeetat. Ja, denkbar wäre zum Beispiel auch, dass so bekannt ist, dass eine Partei hier in Deutschland beispielsweise eine App benutzt hat, um Daten zu sammeln von den Bürgerinnen und Bürgern, die sie an der Haustür besucht haben, um dann im Folgejahr genau zu wissen, welchen Haushalt man wie am besten beeinflussen kann. Die haben ihre Daten also quasi noch selber gesammelt, aber denkbar wäre ja auch, dass große Firmen das dann eben sammeln und an Parteien verkaufen. Diesen Prozess, dieses Sammeln von Informationen über eine Person und dann sagen, wie tickt der, wie kann ich den am besten manipulieren, diesen Prozess nennt man Profiling. Und möglich ist Profiling vor allen Dingen deswegen, weil man große Mengen von Daten sammelt. Also über eine Person was zu wissen, hilft noch nicht so besonders viel. Aber über viele Personen zu wissen, wie die im Mittel ticken, also mit einer ganzen Menge Wahrscheinlichkeitsrechnung da drin, das nennen wir Big Data Analyst. Und das funktioniert halt einfach ziemlich gut, weil man dann beispielsweise erkennen kann, dass jemand schwanger ist, bevor die Familie es selber weiß. Und das konnte man schon 2012, glaube ich, war das, in England, anhand des Einkaufsverhaltens des Familienmitgliedes, was in dem Falle eine 14-Jährige war. Ja, also das ist ein sehr spannender Fall, weil dieses Profiling, das ist schon seit langer, langer Zeit in der Praxis und die Methoden werden immer besser. Psychologen arbeiten daran, die Profile auch zu erstellen nach dem Motto, welche psychologischen Druckpunkte einer Person müssen wir bedienen, um bestimmte Reaktionen zu erzeugen. Und dann haben wir eine 85% Wahrscheinlichkeit bei dieser Personengruppe, dass die so handeln wird oder so reagieren wird. Und diese Methoden sind natürlich alle nicht unfehlbar und bei vielen Menschen wird es nicht funktionieren. Aber es funktioniert eben bei einer statistisch relevanten Menge an Menschen. Und
In den USA ist das schon seit Obamas Straßenwahlkampf durchaus gang und gäbe gewesen, also teilweise schon 10 Jahre alt, diese Technik. Sie kommt jetzt auch immer weiter hier in Europa und Deutschland auch zur Anwendung. Aber da war es tatsächlich so, dass viele, viele, viele Datenquellen zusammengeführt wurden, statistisch von Unternehmen analysiert wurden und dann hatte man 12 verschiedene Profile und dann wusste man, okay, Person A in Haus Nummer 12 ist eher so Profil B. Und dann müssen wir eben mit dem Profil an Fragen zu der Person gehen und diese Dinge erwähnen oder ansprechen und dann solche Fragen stellen und dann bekommen wir die gewünschte Reaktion. Und dann kann es sein, okay, es ist eine pro dieser Partei Reaktion oder eine anti jene Partei oder Hauptsache, du gehst gar nicht wählen, weil du so verunsichert bist. Das Wichtige ist nur, am Ende müssen mehr Stimmen an der einen Stelle sein als überall woanders. Du redest jetzt häufig relativ viel über Wahlen. Ich höre auch häufig, dass eigentlich ja, dass, wenn die Wahl dann durch ist, auch nochmal wieder ganz relevant ist. Wenn man nämlich darüber nachdenkt, dass, also du redest darüber, die Demokratie eventuell ein wenig zu gefährden. Was ist, wenn die Demokratie gefährdet ist? Welchen gesamtgesellschaftlichen Schaden geht dann von solchen Datensammlungen aus? Also wenn wir jetzt mal vom Extremfall ausgehen und den Extremfall würde ich zum Beispiel in der Türkei gerade verorten, dann hat man nämlich eine Regierung, die die sehr totalitär wird und einen Alleinherrschungsanspruch hat und vor allem einen Anspruch auf die Wahrheit. Und dann haben sie einen riesigen Datenberg, um alle Menschen, die von dieser Wahrheit abweichen, zu identifizieren. Das fängt dann natürlich an mit den öffentlichen Profilen. Ah, hier, der hat mal die Gegenpartei unterstützt und der hat sich hier mal kritisch geäußert. Und dann kann man eben all diese Leute herausfiltern, auf Listen setzen und dann kann man sie eben gezielt absuchen, aufsuchen und aufgreifen. Man kann sie mit Gerichtsverfahren zuziehen, man kann sie einsacken, man kann sie öffentlich ächten, man kann tatsächlich auch diese Menschen verschwinden lassen, wie es scheinbar auch ab und zu wohl in der Türkei inzwischen auch passiert. Und das ist dann natürlich ein riesig gefährliches Instrument, das so ein totalitärer Staat hat. Wie kommen die Leute an die Daten? Also viele Daten werden tatsächlich ja selber von den Menschen freigegeben. Da hatten wir am Anfang schon gesprochen, man gibt viel Daten auf Facebook-Preis oder sowas. Aber ein Unternehmen, ein Staat kann auch an die Unternehmen gehen und sagen, hey, hier, laut unserem Gesetz musst du unseren Geheimdiensten, unseren Polizeibehörden Zugriff auf deine Daten geben. Und je nachdem, wie der Staat das dort macht, kann es auch sein, dass er sagt, du musst uns den Zugriff geben und du darfst nie darüber reden, dass du uns diesen Zugriff gegeben hast. Und dann passiert das alles komplett geheim und die Bevölkerung wird nie erfahren, woher dann plötzlich der Staat, die Polizei weiß, diese Information weiß, die ich ja eigentlich nur in der privaten Nachricht an XY geschickt hatte. Kennst du einen Staat, in dem das so ist? Tatsächlich, ja, die USA. Die USA sind ein Staat, in dem es die sogenannten Gag Order gibt. Da werden dann zum Beispiel E-Mail-Provider dazu verpflichtet, herauszugeben, bestimmte Daten herauszugeben und sie dürfen nicht öffentlich darüber reden. Das Maximum, was sie sagen dürfen, ist, wir hatten, ich glaube, Chargen im Sinne von 1.000 bis 5.000 E-Mail-Konten, deren Inhalte wir dem Staat übergeben mussten oder sowas. Und mehr dürfen sie nicht sagen, sonst werden sie gerichtlich belangt. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das sind so legale Art und Weisen, wie man da rankommt. Also man als Staat sagt man, ich möchte jetzt gerne von dem Provider oder irgendwas wissen. Was ist, wenn ich als Nutzer Verschlüsselung benutze? Hilft das? Verschlüsselung hilft auf jeden Fall. Denn Verschlüsselung führt üblicherweise dazu, dass nur die Empfänger und ich die Daten lesen können. Wenn ich meine E-Mails verschlüssel, dann liegen sie zum Beispiel in nur verschlüsselter Form auf dem E-Mail-Server und werden erst auf dem Rechner, wenn ich sie lese, entschlüsselt. Das ist das klassische Beispiel, weil dann kann ich auch Google Mail benutzen und kann mir trotzdem sicher sein, dass der Inhalt meiner Nachricht Google Mail nicht bekannt ist. Und damit auch der amerikanischen Regierung nicht bekannt wird. Idealerweise auch der amerikanischen Regierung nicht, genau. Das hat aber noch ein kleines Problem, denn wir haben vorhin ja schon über die Metadaten gesprochen. Viele dieser Daten bleiben immer noch öffentlich. Also zum Beispiel, wann habe ich wem meine E-Mail geschickt? Aber auf jeden Fall ist Verschlüsselung schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
Wir reden häufig auch darüber, dass wir jetzt gerade im Zuge der DSGVO so ganz viele neue Meldungen gekriegt haben und plötzlich haben alle Webseiten Cookie-Warnungen. Sagen, ja, wir verwenden Cookies und dann schwirrt so das Wort rum von Tracking-Cookies. Was hat das denn jetzt damit zu tun, wie man an diese Daten über eine Person herankommt? Diese Tracking-Cookies werden dazu benutzt, um die Profile, die wir vorhin ansprachen, zusammenzustellen. Was passiert ist, dass eine Webseite eine kleine Information im Browser, mit dem man gerade durch das Web surft, hinterlässt, das sogenannte Cookie. Das ist meistens nur eine wilde Zahlen- und Buchstabenkombination. Und wann immer ich bestimmte Webseiten besuche, gibt mein Browser dieses Cookie wieder zurück und die Server dahinter wissen dann, jetzt habe ich auch noch diese Seite besucht und jene Seite und ich habe da drauf geklickt, den Link mir angeschaut. Und so kann dann durch das Internet mein Weg verfolgt werden, was ich mir angeschaut habe, wofür ich mich interessiere. Und diese Information wird dann eben auf der Serverseite gesammelt. Meistens passiert sowas über solche harmlos erscheinenden Dinge, wie zum Beispiel den Facebook-Button, den Like-Button, der auch auf ganz vielen anderen Webseiten zu sehen ist. Denn was dahinter steckt, ist am Ende wieder ein Link auf die Facebook-Seite. Und durch das Laden dieses Links wird eben auch dieses Cookie wieder zurückgegeben. Also sind alle Cookies böse? Nein, natürlich sind nicht alle Cookies böse. Das ist immer sehr schwierig, weil Cookies sind erstmal nur eine Technik, die für ganz viele verschiedene Dinge genutzt werden kann. Aber zum Beispiel werden da auch die Einstellungen, die man auf einer Webseite gemacht hat, vielleicht gespeichert. Und wenn man ein Cookie wird auch dazu benutzt, das Login zu speichern, dass man sich nicht jedes Mal beim neuen Besuch erneut einloggen muss. Aber es ist keine Fehler, es ist keine schlechte Empfehlung zu sagen, regelmäßig mal seine Cookies zu löschen oder vielleicht auch den Browser so einzustellen, dass er nach dem Schließen alle Cookies löscht. Gut, ich höre mir das jetzt an und denke so, oh mein Gott, ich werde ausgespäht, meine persönlichen Daten, selbst wenn ich sie nicht preisgeben will, wenn ich irgendwas von diesen neuen Medien nutzen will, dann wird das ja irgendwie alles ausgenutzt und dann nutzen Firmen das aus, um mir Geld aus der Tasche zu ziehen und Staaten nutzen das aus, um mich zu manipulieren in meiner Meinungsbildung, schlimmstenfalls mich vielleicht irgendwann zu verknacken, wenn ich was nicht Regierungskonformes sage. Was mache ich jetzt, den PC aus? Ja, ich glaube, den PC ausschalten ist keine gute Idee, denn am Ende bringen uns diese ganzen digitalen Dinge ja sehr, sehr viel Positives in unserem Leben. Und zum Beispiel ein Arbeitsleben oder ein Sozialleben heutzutage ohne technische Unterstützung ist ja kaum noch denkbar. Darum ist natürlich immer die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Und ich denke, das Wichtigste ist die bewusste Entscheidung, welche Informationen gebe ich wann heraus? Und muss ich vielleicht wirklich jedes Mal, wenn da so eine Option aufkommt auf einer Webseite, ob ich jetzt mit allen Cookies einverstanden bin oder nicht, vielleicht gibt es ja auch einen Button, wo ich sagen kann, nein, und ich möchte meine Einstellung ändern und ich mache alle Buttons aus. Und das sind so die ersten kleinen Schritte, wo man dann anfangen kann, okay, so kann ich schon mal weniger Daten über mich preisgeben. Und wenn man dann sich weiter für das Thema interessiert, kann man anfangen, sich zum Beispiel einen Adblocker für seinen Browser zu installieren, denn diese Adblocker blocken meistens auch solche Tracking-Cookies und all solche Geschichten und dafür sorgen dafür, dass weniger Daten gesammelt werden. Und dann ist auch die nächste Frage, über welche Medien mache ich denn was? Also muss ich zum Beispiel meine persönlichen Unterhaltung immer über Plattformen wie Facebook oder sowas führen oder muss ich die auf Twitter öffentlich führen? Kann ich vielleicht nicht noch einen anderen Datenkanal nehmen, der verschlüsselt ist und nur zwischen der Person und mir, mit der ich sprechen möchte? Und dann immer seine Daten nicht möglichst weit rauszugeben, hilft schon sehr viel. Wenn wir über Schule und Lehrerinnen und Lehrer reden, siehst du da überhaupt irgendeine besondere Verantwortung? Also müssen Lehrerinnen und Lehrer in einem besonderen Maße auf Datenschutz achten? Oder sind das auch nur ganz normale Bürger? Lehrerinnen und Lehrer sind natürlich auch nur normale Bürger, aber ich denke, sie haben auch eine gewisse Verantwortung, denn als Lehrer und Lehrerin erwartet man natürlich auch, dass sie einen gewissen Grundsatz an Rüstzeug fürs Leben an die Schüler geben und Schülerinnen. Und ich denke, dass ein gewisses Verständnis davon, wie dieses Internet heutzutage funktioniert, wie Datensammlungen funktionieren, was für Auswirkungen das haben kann, gerade für Jugendliche und also für Schüler und Schülerinnen wichtig sind. Und wünsche mir natürlich, dass das auch in Schule und einen gewissen Platz findet, unterrichtet zu werden. Insbesondere dadurch, dass die Jugendlichen ja sehr, sehr explorativ sind und viel Energie und Zeit haben, solche Dinge herauszufinden und zu experimentieren.
in vielen Fällen, passiert es schnell, dass sie da sich in Dinge hineinbegeben, wo sie dann plötzlich ganz überrascht feststellen, oh, jetzt ist mein ganzes Leben öffentlich und die Welt ist doch größer, als ich dachte und das hat vielleicht Konsequenzen, an die ich nicht gedacht hatte, als ich damit anfing. Und gerade an diesem Punkt ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, den Leuten zu helfen, keine großen Fehler zu begehen. Ja, ich selber stelle in Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern immer wieder fest, dass sie wissen, ja, also das Nacktbild von der letzten Party poste ich mal nicht online, so, das ist nicht so eine gute Idee. Aber sie schicken es trotzdem dann über digitale Medien weiter. Häufig dann auch in einem geschützten Rahmen. Gehen wir selbst davon aus, dass sie die Daten nicht irgendwo öffentlich veröffentlichen. Das, was ihnen meistens fehlt, ist, glaube ich, das Wissen über diese Metadaten, über die wir da gesprochen haben, über das, was da quasi ohne, dass wir es bemerken, weitergegeben wird und über das Sammeln und Auswerten von großen Datenmengen. Ich glaube, das ist ein ganz besonders wichtiger Bereich. Die Schule, die Behörde als Ganzes, was muss die eigentlich aus deiner Sicht zur Verfügung stellen, damit Lehrerinnen und Lehrer das angemessen umsetzen können? Ja, ich habe gerade wieder in der Zeitung die Zahl gelesen, dass in Deutschland im Durchschnitt jede Firma dreimal so viel Geld in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter steckt, wie der Staat in die Weiterbildung der Lehrer. Und ich glaube, das ist ganz ehrlich ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Es bringt nichts, wenn wir mal wieder 25.000 Euro für Schulen bekommen und dass sie sich eine Laptop-Klasse kaufen können. Was wirklich passieren muss, ist, dass in der Ausbildung für Lehrer und Lehrerinnen diese Themen Platz haben, dass es Fortbildungen gibt. Das Thema ist nämlich sehr dynamisch, entwickelt sich sehr schnell und immer wieder weiter. Das heißt, eigentlich kann man alle paar Jahre wieder neue Inhalte in diesem Bereich vermitteln. Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft dafür sorgen, dass das bewusst wird, dass das Teil unserer Verantwortung ist. Ja, und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass hier und heute wir einen Auftakt zu einem solchen Webinar machen können, zu solcher Webinarreihe, wo es darum geht, sich genau mit diesen Themen nochmal vertieft zu beschäftigen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast und hoffe, dass wir uns vielleicht nochmal irgendwann wiedersehen und du uns noch weitere Fragen beantworten kannst. Dankeschön. Gerne, ich danke ebenfalls.